Dieses Festival ist sehr wichtig, weil Leute kommen, die sehr interessiert sind an den Dokumentarfilmen und vor allem, weil die dann weiter damit arbeiten können. Sie werden informiert, was es gibt und dass die Filme nicht nur mal gesendet werden und dann vergessen, vielleicht eine Wiederholung, sondern dass mit den Filmen gearbeitet wird. Und das ist bei meinen Filmen vor allem wichtig, weil sie doch zur Veränderung beitragen sollten im Denken und gegen Rassismus so klar Stellung beziehen und einen geschichtlichen Hintergrund geben, der wichtig ist. Man kann nicht sich die Filme angucken und dann zu anderen Dingen weitergehen, sondern man muss sie wirklich in sich aufnehmen und im besten Fall arbeiten damit und vielleicht auch weiter verbreiten. Es gibt die Möglichkeit des nicht kommerziellen Verleihens in Deutschland auf jeden Fall, bei dem Zentralrat der Sinti und Roma und bei der Kinemathek in Berlin. Ich habe erfahren von dem Festival früh schon und habe auch mal beigetragen zu der Literatur, die sie veröffentlichten, mit, glaube ich, einem Brief von Straub, der wichtig war. Und dieses Festival ist eben so gut, weil es selbst versucht, weiterzutragen, die Informationen und die Filme, sie weiter zu zeigen in anderen Städten, in Spanien oder überhaupt bekannt zu machen. Und was jetzt zum Beispiel mit meinen Filmen passiert, dass sie noch in verschiedenen Städten, ich glaube in 4 Städten in Spanien, in Kinemathek und an anderen Orten gezeigt werden und beitragen wirklich zur Diskussion über diese Themen, die die Filme enthalten. Dass meine Filme viele politische Komponenten haben, hat damit zu tun, dass ich 1937 geboren bin, den Ende des Krieges als 8-Jähriger erlebt habe, vor unserem Haus in den Bayerischen Bergen, abseits der Front, bei der Auflösung der Konzentrationslager hat es sogenannte Todesmärsche gegeben. Und ich mit meiner Schwester, ich war 8 Jahre, sie war 10, waren draußen an einem Bach, der vorbei fließt vor unserem Haus, so 50 Meter entfernt. Und da saßen 3 Frauen, also ein Jünger, ein Mädchen und 2 ältere Frauen. Aber sie waren gekleidet in der KZ-Kleidung, sie waren fürchterlich abgemagert und tranken von dem Wasser des Bachs und aßen Gras, das da wuchs. Und wir sind zu der Mutter ins Haus zurück und haben erzählt davon. Und sie kam mit Decken und Essen, das sie hatte, Brot vor allem, und rannte dahin und hat diese Frauen dann mit reingenommen ins Haus. Und die haben so die letzten Wochen, bevor die Amerikaner kamen und befreit haben, bei uns versteckt im Haus gewohnt. Ich erinnere mich an den Geruch dieser Desinfizierungs, der in den Kleidern steckte. Und die KZ-Kleider wurden sofort verbrannt. Und dann hat meine Mutter noch Sachen genäht, vor allem für das Mädchen. Und die bekamen normale Kleider und konnten zum ersten Mal vorsichtig wieder essen, denn sie waren ja in einem Zustand, wo hätte man schnell gegessen, war es lebensgefährlich. Viele sind ja so gestorben, weil sie einfach das nicht mehr verkraftet haben. Und das war für mich so ein Eindruck, der fürs Leben geblieben ist. Kriegshandlung war nicht viel. Die Amerikaner haben manchmal ein paar Bomben abgeworfen, die sie nicht über München abwerfen konnten, also was übrig geblieben war, und einmal wurde ein Flugzeug abgeschossen
Und Leute, die mit mir in die Schule, also Kinder, sind dann noch hingelaufen und haben den toten Piloten gesehen. Nach dem Krieg war ja überall von allen politischen Seiten die Parole nie wieder Krieg. Und da gab es Zusammenarbeit zwischen den Amerikanern, den Engländern, den Russen und den Franzosen, die gefilmt haben bei der, beim Einmarsch und bei den Lagern, die sie entdeckt haben. Und es gibt eben diese fürchterlich erschreckenden Bilder. Und sie wollten zusammen einen Film machen. Das war ein russischer Regisseur, der das tun sollte. Und sie haben gearbeitet, ein gewaltiges Material in London, das aber dann nicht veröffentlicht wurde, denn es kam der Kalte Krieg und das Material wurde im Museum of War oder Archive of the War vergraben. Und später hat man einzelne Teile daraus genommen, die eben wie so eine Grundware da lagen und ausgenutzt wurden. Aber der Film war im Großen fertig und vor ein paar Jahren, 5 oder 6 Jahren, ist er bei der Berlinale gezeigt worden, in der Cinemathek in Stockholm, wo ich ihn gesehen habe. Und was sich da abspielte, war, dass die Leute, die den Film sahen, erstarrt waren von dem Schrecken, also wie vereist. Und das ist etwas, was ich nie machen wollte in meinen Filmen, weil dann blockiert man und das ist nutzlos im Grunde. Sondern ich habe nie Schreckensbilder, reale Schreckensbilder gezeigt, aber über die Malerei zum Beispiel bei dem zweiten Film, der offene Blick von einer Roma-Künstlerin, Chaya Stoika, und habe alles in einen Zusammenhang gesetzt, wie ich das immer mache. Was bedeutet eine Aufforderung an die Leute, die sich das angucken, mitzudenken und die verschiedenen Aspekte oder Stücke, aus denen der Film besteht, in Verbindung bringen. Und das ist eine Arbeitsweise, die ich von Anfang an, also in den 60er Jahren, mir angewöhnt hatte. Also es war für mich der einzige Weg, so zu arbeiten. Und das war nicht fernsehgerecht. Ich hatte sehr schwer beim Fernsehen in den ersten Jahren die Filme unterzubringen. Es gab immer ein paar Leute, die es dann doch durchgesetzt haben. Aber später bin ich nach Schweden gegangen, dem Land meiner Mutter. Hatte meine Frau Joka in Budapest geheiratet und wir haben uns entschlossen, dahin zu gehen und irgendwie unterzukommen beim Fernsehen, früher oder später. Ich habe dann angefangen, im Wald zu arbeiten und konnte schon den ersten freien Film 1967 machen und bin dann beim zweiten Kanal des schwedischen Fernsehens als Produzent untergekommen. Ja, ich finde wunderbar, dass Vertreter dieser Gemeinschaft kommen und sich die Filme ansehen. Ich hoffe beide, also der erste Teil Unrecht und Widerstand und der zweite Teil der offene Blick, die gehören eigentlich zusammen. Wir hatten ursprünglich Teil 1, Teil 2, aber jetzt aus Gründen der Distribution hat der zweite Teil nicht denselben Titel, sondern der offene Blick. Und da handelt es viel um die Kunst. Die Kunst der Roma, das Schreiben, Gedichte, Malen, Musik vor allem. Ja. Und welchen Einfluss auch diese Kunst hatte auf die europäische große Musik. Aber es geht genau wie im ersten Teil immer wieder darum, die Geschichten der Leute die Leute erzählen zu lassen, was waren die Leute, die überlebt haben und aus den Lagern zurückgekommen sind. Und so einen Film habe ich schon 1970 gemacht, eben die Leute selber sprechen zu lassen über die Erfahrungen,
die schrecklichen Erfahrungen der Nazizeit und die schrecklichen Erfahrungen nach dem Krieg, eine weitere Diskriminierung und Verdrängen an die Ränder der Städte in unmöglichen Wohnungsbedingungen, in Betonbaracken, die die Stadt in der Nähe der Abfallhalden gebaut hat, um die Leute wieder zu einer anderen Stadt weiterzudrängen. Das war ein System, das bis zu diesen Jahren, 70er Jahren, noch im Gang war und wir konnten diese Stellen drehen. Dann kam der Widerstand, man kann auch sagen, die alten Nazis, die an wichtige Posten in der Justiz, im wiederaufgebauten Militär, an den Universitäten einnehmen konnten. Und zwar damals nach dem Krieg durch ein sogenanntes Prinzip des Rucksacks. Wenn einer, der gegen den Faschismus war, eine Stelle bekommen hat, dann konnte ein anderer auch eine Stellung bekommen, obwohl er vielleicht Verbrechen begangen hat als Richter, zu Tode verurteilt, Leute, die sich widersetzt haben oder einfach den Krieg nicht mitmachen wollten. Reinhard Schnell und ich haben dieses Buch geschrieben am Ort selbst. Also Reinhard hat den Text verfasst und wahrscheinlich nur wenig korrigiert. Das war sehr schön treffend alles. Und in diesem Dorf Kovacica im Banat. Also nördlich von Belgrad und Pančevo war die nächste größere Stadt. Und uns hat sehr fasziniert, wir haben erfahren von diesen Bildern, es gab Literatur dazu und wir wollten da Aufnahmen machen bei den Leuten, die gemalt haben. Und das war eine Zeit des Umbruchs, wo also schon amerikanische Vertreter amerikanischer Galerien kamen und die Bilder wie so Tücher nur kauften und mitnahmen und dann wahrscheinlich sehr gut nach den Ausstellungen verkaufen konnten. Es wurde wie mit Brettern gehandelt. Aber die Maler, die wir trafen, natürlich war es für sie wichtig auch als Einkommen, aber sie waren immer noch Bauern, haben als Bauern gearbeitet. Männer und Frauen, die gemalt haben. Und wir waren total fasziniert von den Bildern. Und so habe ich fotografiert und der Reinhard hat geschrieben. Dann ging es darum, das Buch zu veröffentlichen. Und wir hatten nur einen befreundeten Verlag, die selber kein Geld hatten, die politisch gearbeitet haben. Und die haben das übernommen, aber konnten die Farbfotos, die ich gemacht habe von vielen Bildern, einfach nicht finanzieren, weil auch das technische Prinzip ein anderes war. Man hätte besseres Papier haben müssen. Und so ist das Buch erstmal in Schwarz-Weiß und in der maschinengeschriebenen Schrift, also aus der Schreibmaschine übertragene Schrift, gedruckt worden. Und wir waren sehr froh, das war dann in den 70er Jahren schon, das war ein langer Prozess. In Schweden habe ich versucht, einen Buchverlag, der das drucken könnte, oder mehrere Buchverlage habe ich angeschrieben und einer war interessiert und sagte, das sind schöne Sachen, aber die Leute kennen die Bilder, die kennen die Namen der Maler nicht und da ist es schwer. Und es ist für uns eine große Investition, ein Farbbuch, Fotobuch zu machen. Also beides Schwarz-Weiß-Bilder und Farbbilder. Und jetzt wurde dieses Buch eben nach wie vielen Jahren, nach mehr als 50 Jahren bei der Punta de Vista Festival gedruckt und da bin ich glücklich drüber und auch Reinhard, der noch ein paar Jahre älter ist, also ich bin 86 und er ist 89, konnte nicht kommen, weil die Gesundheit nicht
ausreicht für so eine lange Reise. Aber es ist so ein später Sieg eigentlich, dass das unter die Leute kommen kann. In spanischer Version. Großartig. Und es ist sehr entsprechend dem Original und dann kommen noch Farbbilder dazu in einer eigenen Abteilung.